Willkommen zurück im Mittelalter zum zweiten Teil über das Event Montur und Pulverdampf im Heeresgeschichtlichen Museum. Und jetzt habe ich neben mir einen guten alten Bekannten mittlerweile, wobei das Alt nicht aufs Alter zutrifft, sondern auf die Dauer der Bekanntschaft, den Peter von Klingenspiel. Ihr zeigt in euren Vorführungen diese Kampftechniken, vor allem aus der Musketierzeit, Mantel- und Degenzeit und auch natürlich andere. Das kommt ja alles so ein bisschen idealisiert rüber, vor allem in den Filmen, wenn man denkt, drei Musketiere, Zorro und wie sie alle heißen. Wie idealisiert war denn diese Zeit überhaupt? Es war, wenn man sich Briefverkehr anschaut, Literatur, eine hochidealisierte Zeit. Also die waren wirklich begeistert von dem, was sie verkörpert haben, von ihrem Stand, von romantischen Geschichten, von einerseits sehr brutalen Umwelt, weil die Lebenserwartung nicht gerade hoch war, aber andererseits von Kunst, Kultur, Barock. Die, überlegt euch die Kleider, die Musik, die Tänze, Oper, Theater, ist alles in dieser Zeit entstanden. Und das spielt alles zusammen mit, wenn man schön und dashing unterwegs war, dann war hinter einem eine ganze Kunstgeschichte, die auf einmal neu sich entwickelt hat und begonnen hat, etwas zu formen, was bis heute gerne gehört und gesehen wird. Also ich glaube, die Leute wussten sehr wohl, wie sie wirken, wie sie auftreten müssen, wie man allein mit Persönlichkeit schon ein Duell gewinnt, bevor man noch überhaupt den Degen gezogen hat. Also ich glaube, da ist schon sehr viel Spiritualität, weil das alles sehr gläubig waren. Also das Wirken von Gott an allen Ecken und Enden, vor allem im Barock, ist ganz wichtig. Alleine die Kirchenbauten, wenn man die bedenkt. Die Kirchenbauten, überlegt das Gold, die Verzierungen, alles prunkvoll, weil parallel dazu gab es Hungersnöte, immer wieder Pest, es gab fürchterliche Kriege, Sterblichkeitsraten, Endemie. Das war ein Gegengewicht. Und das hat sicherlich auch die Art des Fechtens, die Art, wie man den Degen führt, wie man damit auftritt, geprägt. Jetzt seid ihr natürlich alte Hasen im Fechtbusiness und beherrscht diese Dinge ja perfekt. Wie viel Vorbereitungsarbeit steckt eigentlich in solchen Fechtchoreografien? Also Punkt 1, jeder von uns kann fechten. Ja. Also Grundvoraussetzung, oder? Ist aber nicht für alle eine Choreografie, bei anderen Gruppen die Grundvoraussetzung. Wir sagen, wir machen sehr viel in den Choreografien frei und haben abgesprochen, zwei, drei Techniken, die dann so umgesetzt werden, dass sie die Geschichte schreiben. Entwaffnung, Tötung, lustige Dinge, das sind fix trainierte Szenen, aber alles dazwischen ist freies Fechten, wo wir uns darauf verlassen müssen, dass der Partner eine Parade beherrscht, einen Angriff beherrscht, die Mensur kennt, keine Finten macht. Aber all das lernen wir vorher. Also ich würde mal sagen, man muss einmal ein Jahr eine Waffe gefochten haben, halbwegs gut mit ihr umgehen und dann die Lust haben, und das zeige, traue ich mich jetzt vor Publikum herzuzeigen. Und ja. Aus.
Geschickt. Ich glaube, es dauert. Aber das ist nicht Fechten. Ich zeige euch, wie das geht. Also alles, was Sie sehen, ist nicht zum Mitmachen oder Nachmachen gedacht. Vor allem nicht am Räumerplatz. Wenn ich schon mal eine richtige mittelalterliche Spielgruppe vor der Kamera habe, mit richtigen mittelalterlichen Instrumenten, dann würde ich gerne für meine Zuseher ein bisschen was darüber erfahren. Das merkwürdige Ding aus Holz nennt sich Drehleier oder Radleier. Existiert seit dem Jahr 1000 in Europa und ist ein mechanisches Streichinstrument. Das bedeutet, ich habe hier ein Rad. Dieses Rad treibt meine Saiten an. Also es ist wie eine Geige, nur halt komplett anders, weil ich keinen Bogen habe. Ich habe dieses Rad. Also, wenn man mal schaut, wenn ich jetzt hier an der Kurbel drehe, dreht sich das Rad. Noch passiert nichts. Jetzt hänge ich eine Melodieseite ein, dann passiert das. Dann möchte ich diese Melodieseite natürlich spielen. Das passiert über diese Tastatur hier. Dann gibt es den Bordun oder Bass dazu, das ist dasselbe wie beim Dudelsack, die Pfeifen, die über der Schulter liegen. Das ist ein einziger Ton, der rennt im Hintergrund die ganze Zeit mit und macht eine Harmonie dazu. Das hört sich jetzt dann so an. Und dann, als den letzten Klump bei der Drehleier, seit Hieronymus Bosch in seinem Triptychon Das Garten, der Garten der Lüste, wissen wir, dass es bei der Drehleier Schnarrstege gibt. Der Schnarrsteg ist das hier. Das ist ein kleiner Hammer aus Holz, der ist circa so groß wie der Nagel meines Zeigefingers. Auch dieser Hammer wird durch eine Saite angetrieben, die drüber liegt. Wenn ich jetzt beim Drehen mit dem Arm Impulse gebe, hier auf meinem Arm zu achten, ich drehe jetzt einmal nur die Kurbel, noch passiert nichts. Aber jetzt! Das Spannende bei diesem Instrument ist, wir haben keine Ahnung, wo es herkommt. Ja, und ich habe quasi die Drehleier nur mit dem Bogen. Ich habe eine Fiedel, eine Vorform, da halte ich die Geige in der Hand. Ich habe im Gegensatz zu einer modernen Geige blanke Darmsaiten und ich habe einen Rundbogen, der ist konvex nach außen gebogen, im Gegensatz zum heutigen modernen Bogen. Also da weiß man, wieso der Bogen heißt, weil er wie von Pfeil und Bogen ausschaut. Gespielt wird das Ganze wie eine Geige, halt ein bisschen in einer anderen Haltung. Der Dudelsack hat eine sehr, sehr lange Geschichte hinter sich und es gibt nicht den Dudelsack, sondern es gibt Dudelsäcke. Und zwar etwa 180 verschiedene Arten. Die frühesten Spuren 2500 Jahre alt aus dem Persischen Reich. Zumindest ist das der letzte Stand der Dinge, der mir bekannt ist. Auch die Römer hatten Dudelsäcke. Verehrtes Publikum, falls Sie was von Kaiser Nero schon gehört haben, es ist so ein verhaltensauffälliger römischer Kaiser oder Imperator gewesen. Dieser Mann war Dudelsackspieler. Tatsächlich hat er einen Dudelsack besessen. Das wissen wir, weil uns die Rechnungslisten erhalten geblieben sind. Ja, der Dudelsack ist ein Blasinstrument mit Bordun. Die Bordunpfeifen sind das. Das habe ich vorher bei der Drehleier erklärt. Das ist der Ton, den man im Hintergrund mitdrängt. Und dann gibt es die Spielpfeifen. Die Spielpfeifen spielt man mit den Fingern. Da blast man die Luft hinein, die dann da wieder herauskommt. Es gibt Dudelsäcke mit ganz verschiedenen Griffweisen. Die Geige hat eine offene Griffweise, die ist fast jedem Menschen bekannt, der schon mal eine Blockflöte gespielt hat. Mit anderen Worten, es gibt sehr viele Säcke und deswegen gibt es auch besonders viel. Ja, so weit dazu.
vom Spielgrafen die Erlaubnis erteilt worden, in ganz Österreich spielen zu dürfen. Also ganz hochoffiziell das Spielgrafenamt, wir haben einen Obolus von 3 Gulden entrichtet, das Spielgrafenamt hat uns erlaubt, überall Musik zu machen. Das bedeutet auch in Ihrem Wohnzimmer. Bis bald. Wir sind toll. Ja, endlich habe ich jemanden, der den gleichen Hut hat wie ich. Es ist nicht Robin Hood, sondern James. Und James gehört zu Arduin als Gefährten natürlich. Warum die Feuerwaffen den Bogen abgelöst haben? Wahrscheinlich waren es nicht so effizient. Ja, ich habe 12 Schuss mit meinem Langbogen. Die Feuerwaffe bringt 1 Schuss in einer Minute raus. Der Ausbildungszeit. Das kann ich mir vorstellen. In 3 Wochen kannst du einen Querschießen, aber mit einem Bogenschuss brauchst du 3 Uhr. Das sind 100 Pfund pro Meter Zeit. Diese Kanone werden wir noch in Aktion sehen und bei dieser Kanone steht ein Herr. Und dieser Herr ist ein Hoch- und Deutschmeister. Und jetzt kenne ich den Begriff an und für sich aus der Militärhistorie. Was macht denn ihr jetzt als Hoch- und Deutschmeister? Also Nummer eins, wir pflegen die Tradition der Hoch- und Deutschmeister. Uns gibt es seit 1897 und wurden anlässlich gegründet, eigentlich zur 200-Jahr-Feier des Regimentes. Wir haben als Traditionsuniform die blaue. Das sind die Uniform auch, die was man am meisten assoziiert und verifiziert mit den schönen Traditionsfilmen wie Sissi und die diversen Marischka-Filme und dadurch diese Uniformen weiters mehr kennen. Zum Abschießen der Kanone, was ja dann in Form der Salutschüsse passieren wird. Wie sind dann die Sicherheitsvorkehrungen für das abschießende Personal? Das Personal ist eigentlich geschult, ist sowieso waffentechnisch geschult auf alle Arten von Feuerwaffen. Wenn jetzt bei den Salutschüssen diese Kanone abgefeuert wird, muss ich Angst haben, dass im Gemeindebau in 200 Meter Entfernung ein Loch in der Wand entsteht? Nein. Die Kanone nicht scharf geladen wird, also mit einer wirklichen Kugel, sondern mit Mehlpulver. Das darf man sich vorstellen, das ist ein Bettchen, kleines Bettchen, aber halt nur in der Form des Geschützes, mit Mehl gefüllt, das was da raus
pulvert nur. Und das macht dann auch diesen wunderschönen Effekt, dass es der Pulverqualm entsteht. Aber jetzt ist es jawohl! Der Salutschuss ist der höchste militärische Gruß und hat nichts mit einer Verherrlichung eines Krieges zu tun, denn wir alle, also alle wir Traditionsmilitaristen und jeder Soldat ist froh, dass es keinen Krieg gibt und sind alle der Meinung, der Krieg gehört ins Museum. Tja, und das dürfte wohl dann ein mächtiger Bums werden. Zumindest, wenn ich mir das Rohr so ansehe. Und jetzt zum Abschluss die Überraschung. Der kleine Stadtstreicher in einem echten, kurzen Kampf.